deines Lebens. Und zwar gibt es eine Ankündigung zu machen. Diese Band wird ab dem heutigen Tag nicht mehr so existieren. Und zwar werden uns The Renegade und der Stefan mit dem heutigen Tag hier verlassen. Sie widmen sich den Aufgaben ihres Clubs, da sie da dort viel zu tun haben. Und sie treten heute aus der Band aus. Das ist ihr Abschiedskonzert. Bring your fucking hands! Also, aber nicht verzagen. Scheiße! Kannst du machen, Junge? Warfett wird es weitergeben. Die haben auch schon einen Ersatz gefunden. Das werdet ihr gleich noch sehen. Und aber die beiden Jungs hier, wenn ich einfach so gehen, wir haben natürlich ein bisschen was für sie vorbereitet zum Abschied. Wir haben 6 Jahre lang, ich glaube es sind sogar 6,5, die Band hat sich 2005 gegründet. Und seitdem spielen wir eigentlich in dieser Formation. Also ich bin, glaube ich, ein bisschen später dazu gekommen. Und es fällt mir auch nicht ganz leicht, aber es ist scheiße. Aber gut. Wir haben auf jeden Fall was zu erinnern. Zu eurer Erinnerung, da brauchen wir zuerst auch mal die Faxe. Ohne Faxe! Weil die Faxe war für uns alle auch quasi ein Mitleid mit Leben. Sie haben so viel für uns getan. Und so viel auf die Beine gestellt und sie hat so viele, sag ich mal, Kassendienste und alles mögliche, was halt nebendran anfiel, hat sie übernommen. Und das ist die Erinnerung an die Zeit. Und für die anderen Leute haben wir auch sowas vorbereitet. Für den Renner einmal zu zeigen. Eine Collage. Die eigentlich all die Jahre zeigt. Achso, hier steht er. All die Jahre zeigt, wie wir hier zusammengearbeitet haben, damals mit seinen Stützstrümpfen beim ersten Auftritt. Proberaum damals. Ja, Mann! Beim MVGDB. Bis zu den heutigen Tagen. Also ist alles dabei. Und natürlich haben wir auch sowas für Stefan. Sehr genau. Schön geschminkt. Das war der erste Koppelauftritt damals im Badehaus. Den könnt ihr gleich noch abgeben. Wir haben aber noch irgendwas. Natürlich. Warte mal. Thank you.
Wir kosten!